Kosmos Kompakt erscheint am Sonntag, den 24. September um 15 Uhr. Die Nachrichten, die am Sonntag veröffentlicht werden, hier schon einmal kurz zusammengefasst. Galaktischer Zusammenstoß. Hubble nimmt eine galaktische Kollision zweier sehr unterschiedlicher Galaxien auf. NASA und die UFOs. Die US-amerikanische Weltraumbehörde begibt sich auf die professionelle Suche nach unidentifizierten Flugobjekten. Pulsar, dreh dich! Ein Pulsar ändert seine Rotationsfrequenz scheinbar beliebig, was eher untypisch für diese Sternleichname ist. Protoplanetare Scheiben. Astronomen erstellen eine neue Theorie für die Materiedisks um junge Sterne. Der Asteroid und die Sonde. Der Asteroid Bennu hätte beinahe einen Crash der Raumsonde OSIRIS-REx verursacht. Klimawandel. NASA berichtet, dass der Sommer 2023 zahlreiche Hitzerekorde brach. Uralte Monde. Saturns Monde sind anscheinend so alt wie der Planet selbst. Materie im Kosmos. Japanische Astronomen vermessen den Anteil leuchtender und dunkler Materie am Universum neu und stoßen dabei auf eine spannende Überraschung. Kosmos Kompakt, seid bei der Premiere am Sonntag um 15 Uhr dabei.